Hallo! Endlich bin ich bei meinem Lieblingsstand angekommen, denn hier gibt's Herzchen, Schokofrüchte und alles mögliche an Süßigkeiten. Und was Deftiges habe ich ja heute schon gehabt, deshalb hole ich mir jetzt einen Nachtisch. So, Tobias, euch gehört hier dieses Schlaraffenland. Wie schafft man es, dass man sich da nicht den ganzen Tag durchprobiert? Ja, irgendwann hat man natürlich auch mal genug und man isst vielleicht mal einen Spieß am Tag, aber mehr auch nicht. Ja, kann ich mir auch wieder vorstellen. Und was gibt's bei euch so alles, außer Schokofrüchte, Herzerl? Ja gut, wir verzieren alle Früchte natürlich mit Schokolade, verschiedene Arten und Mandeln haben wir noch, Cashewkerne, Erdnüsse und Herzen und Schokofrüchte. Klingt fein. Du, ich habe das ja schon mal zu Hause ausprobiert, so einen Schokospieß zu machen und es wurde leider gar nichts. Gibt es irgendeinen Trick oder darf ich es mal machen? Ja gut, wir verwenden hier belgische Pralinenschokolade und ja, ist unser Rezept, vielleicht funktioniert es hier besser. Probier es einfach mal aus. Gut, hältst du mein Mikrofon dabei? Also dann nehme ich so eine Erdbeere jetzt erstmal und du sagst mir, was ich machen muss, gell? Genau, du musst die Erdbeere jetzt schön in die Schokolade halten, den Schöpflöffel nehmen und die Schokolade rüber streichen lassen. Schön viel Schokolade, oder? Genau, so machst du das richtig. Wo findet man euch denn? Uns findet man neben dem Marschallzelt, genau bei Süß und Fruchtig. Und kommen jetzt hauptsächlich die Frauen oder wer kommt sonst noch? Bei uns kommen bunt gemischtes Publikum, Kinder, Eltern, Familien und Frauen und Männer natürlich. Na, sehr schön. Ich glaube, eigentlich könnte es ja in den Gefrierschrank, habe ich gehört, aber ich denke, ich bleibe, bis es trocknet hier.